und herzlich willkommen bei Daheim und unterwegs heute am Nikolaustag. Mhm. Wir haben Nikolaus. Ich bin mal, hattest du was im Stiefel heute Morgen? Ja, nee, und ich hatte extra die hohen Stiefel an. Damit viel reinpasst? Die habe ich rausgestellt und natürlich, klar, Süßigkeiten, Nüsse. Ja. Und kein Geschenk drin sonst? So nur Süßigkeiten in Anführungsstrichen? Ja. Nur Süßigkeiten und Nüsse. Ah. Und du? Ich hatte ein Buch drin. Ja, so ist das zu Nikolaus. Dabei hast du deine Stiefel gar nicht geputzt und trotzdem was bekommen. Und wie ist das bei Ihnen gewesen an Nikolaus? Darüber möchten wir heute Nachmittag mit Ihnen sprechen. Hatten Sie denn auch kleine Geschenke in Ihren Stiefeln? Haben Sie die rausgestellt und vorher geputzt, ja, zum Beispiel? Oder wie ist das bei Ihnen zu Hause? Gibt es bestimmte Rituale mit den Kindern? Sind die aufgeregt, auch die Kinder, die Enkelkinder, wenn der Nikolaus dann kommt? Ja, darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Aber wir finden, wir müssen auch mal reden. Also über den Nikolaus. Wir müssen mal sprechen, finde ich, über den Nikolaus. Denn wenn wir über Nikolaus sprechen, dann haben wir ja meistens dieses Bild im Kopf, komischerweise. Dabei, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist der Nikolaus. Ne? Aber das... So, ja, so denken dann viele auch, ja, wie er aussieht. Wie ist es denn nun? Bei vielen herrscht da doch ein bisschen Verwirrung. Was ist denn nun der echte Nikolaus? Bei den Schokonikoläusen sieht man es auch ganz gut. Ja. Denn ganz oft findet man die hier. Richtig. Und das ist doch... Der Weihnachtsmann, verdammt nochmal. Also wie gesagt, es gibt so einiges zu erfahren und zu wissen über den Nikolaus. Und was mit der Tradition so alles zusammenhängt, das wollen wir heute zusammen mit Ihnen mal rausfinden. Und mit einem, der es wirklich wissen, ja, muss. Und deshalb werden wir heute Nachmittag Besuch kommen. Und wir hören gerade, er kommt auch gerade an. Wir gucken mal raus vor kommt die Tür. Raus? Guck da, kommt er schon? Ach, sogar im Nikolausmobil. Ja. Wie kein Rentierschlitten. Kein Rentierschlitten. Ja, in Düsseldorf ist das mit dem Schnee noch so ein Problem. Ja. Ne? Aber im Regen macht ja auch mal Spaß. Ja, im Nikolausmobil. Der Nikolaus, wir wissen auch schon, dass er Norbert Michels heißt und vom Erzbistum Köln kommt. Und der Mann ist im wahrsten Sinne des Wortes im Namen des Herrn unterwegs. Ja, und was er macht mit seinem Nikolausmobil, wo er unterwegs ist als Nikolaus, das wird er uns gleich alles erzählen. Also jetzt kommt er rein und dann werden wir gleich mit ihm sprechen. Ja. Ich bin gespannt, ob er für uns auch was dabei hat oder ob wir nicht artig waren. Ich bin mal gespannt, was im goldenen Buch über dich so drinsteht. Ja, wahrscheinlich werden wir gleich viel Gutes alles erfahren. Ja. Aber vorher möchten wir mit Ihnen noch mal so ein paar Bilder uns anschauen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja so ein Problem mit dem Nikolaus. Ja, ganz oft wird uns das hier als Nikolaus verkauft, obwohl es eigentlich der Weihnachtsmann ist. Aber auch der Nikolaus selbst sieht immer irgendwie anders aus. Also wenn man da die ganzen Erzählungen sieht und die ganzen Überlieferungen, dann gibt es unheimlich viele Bilder vom Nikolaus. Und wir zeigen Ihnen mal so einen kleinen Überblick. Überall auf der Welt weiß man, wie er aussieht. Pausbäckig, mit weißem Bart und rot gekleidet. So sah er aber nicht immer aus. Mit dem Bischof Nikolaus im kleinasiatischen Myra nimmt die Legende im 4. Jahrhundert ihren Ursprung. So verschieden wie die frühen Darstellungen, so unterschiedlich auch die Traditionen. In Frankreich werden Kinder am Abend seines Todestages beschenkt, am 5. Dezember. In Norddeutschland kommt er als Weihnachtsmann. Ob mit Bischofsmütze oder Zylinderhut, braun oder blau gekleidet, überall gibt man ihm ein anderes Erscheinungsbild. Erst 1931 entwickelt sich die Vorstellung vom Nikolaus zum pausbäckigen, gütigen alten Mann mit roten Wangen und weißem Bart. Ja, und wir fragen jemanden, der es wissen muss, denn er ist da. Der Nikolaus, kommen wir das. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Oh, Mama. Huch, ich kipp schon um. Ich kipp schon Ansage. Um. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da Platz. Sind. So rum. Mensch, Sie sind aber auch so ein Nikolaus. Wenn ich da als Kind vorgestanden hätte, hätte ich aber ordentlich Respekt. Ja. Oder? Ja, ja, ich hätte mir gewünscht, dass Sie Respekt haben, aber dass Sie vor allen Dingen mich als freundliche Person kennenlernen. Wie reagieren die Kinder auf Sie, wenn Sie mit dem Nikolausmobil ankommen? Also ich sehe sehr oft leuchtende Kinderaugen. Ja. Ja, und ich kriege auch Fragen gestellt, zum Beispiel heute Morgen, ganz spontan, bist du verheiratet? Ach, süß. Kuschelst du mit deiner Frau? Was antwortet man darauf? Ja, ich muss da natürlich klarstellen, ich bin Bischof. Ja. Ich habe ja in Myra gewirkt und als Bischof ist man natürlich nicht verheiratet. Da dient man vor allen Dingen zuerst mal der Kirche. Ja. Ich hatte, also als wir damals Nikolaus feiern hatten und ich als Kind zum Nikolaus sollte, da haben meine Eltern mir gesagt, wenn du nicht lieb warst, mein Lieber, das weiß der alles, steht alles im Buch, der hat die Route dabei, der gibt richtig ordentlich ein. Und ich hatte so eine Angst, zum Nikolaus nach vorne zu gehen. Kommen Kinder noch mit Angst zu Ihnen oder ist das... Also, sie haben schon auch so ein bisschen wie Ehrfurcht. Ja. Aber die Zeiten, wo man ja dann also auch den schwarzen Gesellen dabei hatte, ja, der mit den Ketteln rasselte, das war ja eigentlich nur ein Hinweis, der war von den Guten, nämlich von dem Nikolaus, ein Stück weit in Ketten gelegt.
der sollte gar nicht losgelassen werden. Aber der hat die Kinder natürlich oft erschrocken. Ja. Und heutzutage ist es so, dass die Kinder freudig erregt sind, dass sie überrascht sind, dass sie auch ein bisschen ehrfurchtsvoll sind, aber sie haben keine Angst mehr. Gott sei Dank. Und das ist mir wichtig. Ja. Jetzt können wir das nochmal erklären. Wir haben Ihr Nikolausmobil eben schon gesehen. Mit dem sind Sie unterwegs. Ja. Warum machen Sie das? Was machen Sie damit? Das ist eine tolle Aktion, finde ich, vom BDKJ in Köln. Und angestoßen wurde sie vom Pfarrer Meiering und anderen. Warum mache ich das? Ja, mit dem Gefährt sind wir erst natürlich viel schneller. Wir fallen auf. Wir waren ja nicht nur jetzt hier bei Ihnen, sondern wir sind in Thüringen gewesen, wir sind in Niedersachsen gewesen. Morgen früh haben wir noch einen Auftritt beim Polizeipräsidenten. Also wir werden angefragt, ja, und wir fallen auf mit dem Nikolausmobil. Und es ist eben auch ganz bewusst Nikolausmobil genannt. Es soll nämlich der Gegenpart sein zu dem Coca-Cola-Mobil mit dem Weihnachtsmann. Ja. Ja? Also wir haben auch gerade schon im Einspieler gesehen, es gibt so viele verschiedene, unterschiedliche Formen des Nikolauses. Das wollen wir heute mit Ihnen zusammen mal alles klären, was da seine Bedeutung hat, woher es kommt. Ja. Und wir sammeln natürlich auch die Geschichten unserer Zuschauer. Da sind wir sehr daran interessiert, wie Sie zum Beispiel den heutigen Tag verbracht haben. Also haben Sie heute, so wie Sandra und ich, auch tatsächlich was gefunden im Stiefel? Oder erinnern Sie sich noch an Ihre Auftritte vor dem Nikolaus mit dem goldenen Buch? War das auch total spannend? Ja, das sind doch so Geschichten, die wir unbedingt hören wollen. Wie ist das mit den Kindern und Enkelkindern? Also das finde ich immer ganz schön. Ich habe eben mit meiner Schwester telefoniert. Meine Neffen waren natürlich ganz aufgeregt und haben dann auch ein bisschen Spielzeug bekommen. Und dann hat mein Neffe Louis gesagt, woher wusste der Nikolaus, dass ich mir das gewünscht habe? Also vielleicht haben Sie auch solche Geschichten. Und vielleicht hatten Sie auch früher doch ein bisschen Respekt und Bammel, wenn der Nikolaus kam. Ja. Vielleicht, weil das habe ich auch schon mal gehört, dass Eltern erzählt haben, wenn du böse bist, dann kommt der Nikolaus und steckt dich in seinen Sack. Da haben die Kinder natürlich Angst. Vielleicht gibt es auch solche Geschichten, dann her damit. Wir freuen uns. 0221 567 89 und 3 mal die 9. Oder Sie schicken eine E-Mail. An daheimunterwegs@wdr.de. Und außerdem möchten wir mit Ihnen noch so ein kleines Rätsel spielen. Ja, wir haben so drei, vier Fragen für jemanden, der glaubt, er weiß alles über den Nikolaus. Die hat uns Herr Michels Gott sei Dank mitgebracht, die Fragen. Ja. Er wird Ihnen auch bestimmt helfen, bei den Fragen die richtigen Antworten zu finden. Ja, super. Ja. Also alle Nikolaus-Experten, bitte gleich mitbewerben. Das wollen wir nachher mit Ihnen spielen. Da gilt die gleiche Telefonnummer 0221 567 89, 3 mal die 9. Das später. Also ja. Sie bleiben auf jeden Fall bei uns. Ja. Und dann gibt es nachher noch, noch ein paar schöne Bilder, denn auch Nikolause. Und das ist der Plural von Nikolaus, habe ich heute gelernt. Ja. Nikolause müssen manchmal die Schulbank drücken und zur Nachhilfe gehen. Ja, und das sieht dann so aus. Da lernen die natürlich nicht nur, wie man sich richtig anzieht, sondern sie lernen auch so ein bisschen was über die Tradition. Auch all das, was wir vielleicht ja nachher bei unseren kleinen Fragen so von Ihnen wissen wollen. Wer weiß das schon? Das also auch später bei uns. Ja, wir haben heute Nikolaus und wir wollen ja von Ihnen auch die Geschichten hören zum Nikolaus. Und Elisabeth Heinrichs hat uns zum Beispiel erzählt, meine Tochter wohnt mit ihrer Familie in Prag. Ich hatte eine Firma beauftragt, ihr ein Päckchen mit Süßigkeiten zu schicken. Und es kam heute tatsächlich pünktlich in Prag an. Das war auch für mich ein tolles Geschenk. Schön. Toll, ja. Herr Kolmsee hat uns geschrieben. Er war von 67 bis 68 bei der Bundeswehr Soldat in der Glücksauf-Kaserne in Unna Königsborn. Wir beschenken zum Nikolaustag Waisenkinder, sagt er. Unsere Stube kaufte für ein kleines Mädchen eine Puppe und ich war an dem Tag der Niklaus. Nach 44 Jahren sehe ich immer noch die strahlenden Augen des Kindes. Das war für mich und meine Kameraden damals ein wunderschöner Nikolaustag. Tolle Erinnerung. Schön. Also Ihre Erinnerungen möchten wir gerne hören und Ihre Geschichten, wie heute der Tag schon war. Und Katrin Wankum hat zum Beispiel gemailt und erzählt, mir brachte der Nikolaus heute einen Schlafanzug, eine Weihnachtsschürze, eine große Weltkarte und ein Buch. Nicht schlecht. Ich habe den Nikolaus für meine Eltern und meine Oma Elli. Sie ist schon 94 Jahre alt gespielt, schreibt sie. Und es hat mir fast noch mehr Spaß gemacht zu schenken, als selbst Geschenke zu bekommen. Jetzt sitze ich mit meiner Oma und meinem Vater zusammen und wir schauen euch zu, schreibt sie. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ja, Sie können uns weiterhin gerne Ihre Geschichten zum Nikolaus schicken oder uns anrufen. 0221 567 89 3 mal die 9. Geht auch per E-Mail an daheimunterwegs@wdr.de. Nur für unser kleines Fragespiel, da bitte nicht mehr anrufen, denn da haben wir jemanden. Da haben wir einen Kandidaten, das gibt's gleich. Und wir möchten aber auch noch unser Bild des Tages zeigen. Ein sehr schönes Nikolausbild. Das kommt von den Philippinen. Und hier wird der Nikolaus-Look, kann man sagen, sozusagen verordnet. Alle Staatsbediensteten sind aufgefordert, etwas Passendes zu tragen. Und als Verkehrspolizist zum Beispiel ein Nikolaus-Kostüm. Ja. Jetzt müssen wir dazu sagen, die bewegen sich als Verkehrspolizisten auch so, wenn sie das Kostüm
Kostüm nicht anhaben. Ja, das ist da ein wenig dynamischer als bei uns. Aber vielleicht macht das Kostüm noch mehr. Wahrscheinlich. Sieht ja dann auch ein bisschen lustiger aus. Mehr Dynamik. Noch mehr Dynamik, genau. Aber Dynamik hat bei uns auch die Entwicklung des Nikolauses genommen. Im Grunde sind wir uns alle nicht mehr so ganz sicher, wie sieht der denn jetzt aus? Und wer ist denn nun der Nikolaus? Haben wir mal getestet auf der Straße und wollten doch mal wissen, welche Irrungen und Wirrungen gibt es denn so rund um den Nikolaus? Er ist immer lustig drauf und taucht nie ohne Geschenke auf. So macht man sich Freunde. Und sticht die Konkurrenz aus. Er hier ist jedenfalls abgemeldet. Der, wie heißt er noch? Kann ich nicht erkennen. Also es ist der Papst auf jeden Fall. ja, ich weiß es nicht. Rechts ist der Weihnachtsmann und links Knecht Ruprecht. Rechts der Weihnachtsmann, links Knecht Ruprecht? Ich bin eigentlich tief traurig. Glaube, mein Einfluss scheint zu schwinden. Ach ja, eins noch. Wen kaufen Sie? Ich würde den kaufen. Den hier. Wieso? Weil er mir einfach gefällt, weil er so klein und putzig ist. Den, der sieht witziger aus. Ja, ja, den auf jeden Fall. Ja, das ist komisch. Wir klären mal auf. Der komische Herr ist der Nikolaus mit der Mitra, also der Bischofsmütze und dem Stab. Und das hier ist der Weihnachtsmann mit Schlappmütze und Glocke. Und der Nikolaus muss im Supermarkt wohl oder übel zum Weihnachtsmann greifen. 150 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner gibt es jährlich in Deutschland, aber so gut wie keine Nikoläuse. Im 4. Jahrhundert soll er tatsächlich gelebt haben, der wohltätige Bischof Nikolaus, hier im türkischen Myra. Ein hochverehrter Heiliger, der allerdings schon zu Luthers Zeit den ersten Rückschlag wegstecken musste. Die Reformationsbewegung hatte etwas gegen Heilige und der Nikolaus geriet hierzulande ins Abseits. Der Nikolaus, ein Nischenprodukt. Vielleicht passt er nicht als Werbefigur zu einem konsumorientierten Weihnachtsfest. Dabei ist er doch das Original, der Heilige, der den Sinn von Weihnachten verkörpert, die Nächstenliebe. Und unser Nikolaus heute Nachmittag ist auch hier. Es ist Norbert Michels vom Erzbistum Köln. Wir sagen aber weiterhin Nikolaus, oder? Ja, das ist okay. Gut. Sind Sie erschrocken, wenn Sie die Antworten hören, jetzt gerade so aus dem Film? Ja, das zeigt eben, dass wir mit unserer Aktion genau richtig liegen. Dass der Weihnachtsmann oft mit dem Nikolaus gleichgestellt wird und der heilige Nikolaus, der ja viel Gutes für seine Mitmenschen getan hat, aus dem Blickfeld geraten ist. Ja. Und dafür treten Sie ein, dass es wieder einen Nikolaus zu Nikolaus gibt und genau, nicht zum Beispiel einen Weihnachtsmann mittlerweile. Ja. Wir haben auch schon erfahren, dass angeblich sich der Nikolaus als Schokoladenfigur im Supermarkt nicht verkaufen ließe. Die Leute wollen alle Weihnachtsmänner kaufen. Ja, wir haben da ja noch einen draufgesetzt. Ne? Wir haben ja gesagt, wir möchten gerne fair gehandelte Nikoläuse haben, ja, aus fair gehandelter Schokolade. Viele wissen das auch nicht, dass die Menschen, die diese Produkte produzieren, nicht mehr den fairen Preis dafür kriegen. Die werden gedrückt von Großhandelsketten. Und uns war es wichtig, dass wir nur fair gehandelte Nikoläuse, zum Beispiel unser eigenen fairen Handel, die GEPA, bekommen. Ja, kommen wir gleich noch zu. Was haben Sie jetzt für einen Eindruck, wenn Sie unterwegs sind mit Ihrem Nikolausmobil? Das haben wir heute Nachmittag jetzt auch schon gesehen. Da fahren Sie zu den Kindern hin. Wie reagieren die auf Sie? Wissen die, wer Sie sind? Also, ich habe schon das Gefühl, dass Sie das ganz genau wissen. Sie sind natürlich auch ein Stück weit vorbereitet worden. Man konnte uns ja auch anfragen und damit auch buchen. Und dann war klar, dass die Schulen oder die Kindergärten, wo wir hingehen, das auch ein Stück weit vorbereiten. Heute Morgen war ich zum Beispiel in einer Schule, gab es jeweils 4x2 Grundschulklassen. Und die Lehrerinnen hatten sich dann immer die Mühe gemacht, auch mal niederzuschreiben, was denn gut läuft. Ich finde das immer positiv, wenn man das zuerst sagt. Ja. Und was aber auch schlecht läuft. Und ich hatte so das Gefühl, die Kinder haben das schon sehr ernst genommen. Und ich habe dann nachgefragt, auch bei den schlechten Sachen, stimmt das denn so? Und sie haben ganz ehrlich geantwortet, ja. Ja. Ja, also das war, glaube ich, für viele nicht ganz leicht, aber sie haben ja auch in die Hand versprochen, dass sie also nächstes Jahr versuchen, das besser zu machen. Wenn Sie den Nikolaus darstellen, gibt es eigentlich so ein paar Fehler, Fauxpas, die Sie keinesfalls machen dürfen? Also dürfte ich zum Beispiel Sie dabei erwischen, dass Sie gerade einen Glühwein trinken in diesem Kostüm oder geht das gar nicht?
Also ich habe ja eben ein Angebot bekommen und ich habe dann direkt gesagt, das geht gar nicht, sonst erzähle ich nachher Unsinn. Und das darf dem Heiligen Mann nicht passieren. Ja. Nein, also heute Morgen ist es mir zum Beispiel passiert, ich will Ihnen da eine kleine Story erzählen. Die Mädels und Jungs von der 1B waren das, glaube ich. Ich bin da ziemlich nah rangegangen und dann sagte plötzlich einer, du hast ja eine Maske an, du hast ja eine Maske an. Ja. Ja. Und dann lief das so rum. Ne? Dann haben wir aber ein Nikolauslied angestimmt und dann war das mit der Maske sehr schnell wieder vergessen. Also das passiert einem auch schon mal. Ne? Ja. Ich hatte da nicht so tolle Baskenbildnerinnen, wie Sie hier haben. Dann ist man ertappt irgendwie. Ja, so ein bisschen ist man ertappt, aber das ist ja auch richtig. Ja, klar. Ich sag mal so, ich will ja keine Furcht erzeugen. Und das ist so ein Moment, wo die Kinder eigentlich noch an den Nikolaus glauben. Und das finde ich gut. Aber dann plötzlich das Ganze umschwenken kann und sie merken, ah, da steckt doch eine ganz lebendige Person dahinter, die den Nikolaus auch spielt. Aber trotzdem, was er sagt, das nehmen wir doch ein Stück weit ernst. Ich habe mich deswegen noch gefragt, ob es auch Dinge gibt, die Sie vielleicht beachten müssen bei Ihren Auftritten, weil wir noch so einen tollen Film haben darüber, dass auch Nikolause, Nikoläuse, wie auch immer sie, ich weiß, Nikolause ist richtig, umgangssprachlich Nikoläuse, dass die auch schon mal gelegentlich noch mal auf die Schulbank müssen. Ja, das ist so. Und wir waren bei so einem Nikolaustraining einfach mal dabei. Das sieht schon schwer nach Nikolaus aus. Mit dem weißen Kleid, der sogenannten Albe, dem Messgewand und der Stola über den Schultern, Symbol für das Joch Christi. Aber ganz im Ernst, ein Nikolaus sollte wirklich wie ein Bischof aussehen und er sollte Handschuhe tragen. Aus verschiedenen Gründen. Einmal habe ich keine wirklich alt aussehenden Hände und zum Zweiten, wenn man sich vorstellt, man geht in verschiedene Haushalte zu Kindern. Wir kennen alle Kinder, die sitzen dann da, wenn sie verzweifelt sind, dann geht der Finger mal in die Nase oder sonst irgendwas. Und man hat immer wenig die Gelegenheit, sich zwischendurch auch mal die Finger zu waschen eigentlich. Und dann kann man aber locker mal ein paar Handschuhe wechseln, wenn man denkt, es geht jetzt mal gar nicht mehr. Man möchte ja doch sauber in die Familien kommen. Fehlt nur noch der Bart. Und der ist eine Wissenschaft für sich. Mein Bart ist ein Stück Heidschnuckenfell, was ich von einer Nikolausgilde aus dem Münsterland mir habe erstehen können. Die haben also ganz viele Nikolaus und die haben einen Heidschnuckenschäfer, der denen die zuschneidet und besorgt. Ist ein bisschen schwierig dran zu kommen. Auf in die Nikolaustracht mit allem, was dazugehört. Ein Vorteil, das hier sind alles gestandene Männer, denen das Bischofsamt quasi schon auf den Leib geschneidert ist. Und sie alle sind schon als Nikoläuse aufgetreten. Aber ich würde es persönlich gern besser machen, für mich persönlich. Ich würde es gerne authentischer machen, also an den Nikolaus wirklich von Myra angelehnt. Ne? Wir haben früher immer halt diesen Coca-Cola-Nikolaus gespielt, ne? Den rot-weißen. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also man muss auch eine Botschaft mit dabei haben, nicht nur Geschenke, finde ich. Ne? Und das transportiert sich besser mit solchem Outfit hier, glaube ich. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Mussten Sie auch schon so ein bisschen Nachhilfe nehmen zwischendurch? Also ich bin inzwischen seit gut 30 Jahren als Nikolaus in den einigen anderen Situationen unterwegs. Und ich habe jetzt keine Nachhilfe genommen. Ich hätte dafür auch ehrlich gesagt keine Zeit, weil ich so beruflich eingespannt bin. Ja. Ich habe das jetzt einfach so gemacht und ich hoffe, dass ich es gut mache. Ja, das werden wir ja gleich doppelt kontrollieren können. Naja, ne? Denn wir haben unsere Zuschauer ja gebeten, rufen Sie uns an, wenn Sie mitspielen wollen. Mhm. Nikolaus Christ, Sie haben die Fragen mitgebracht. Mhm. Und dann wollen wir doch mal schauen, denn in der Leitung ist jetzt, wenn alles gut geht, Hanni Breuer aus Grevenbruch. Ja, die ist da. Da, die ist da. Mensch, heute klappt ja alles super. Dann sagen Sie erst mal, haben Sie denn heute auch was zum Nikolaus bekommen? Nein, der hat mich vergessen. Nein. Aber ja. Dann bekommen Sie ja vielleicht, wenn das jetzt alles mit dem Rätsel gut klappt, von uns ein Nikolausgeschenk vom Nikolaus. Ach, wäre das schön. Also eine daheim- und unterwegs Tasse und dazu noch den Schoko-Nikolaus. Ja, wir haben auch einen richtigen Schoko-Nikolaus. Also hat der Herr Michels für Sie mitgebracht. Da steht er. Ja, ja? Da steht er. Das steht da. Gut, also kein Weihnachtsmann, Sie kriegen einen echten Nikolausi. Aber vor den Lohn hat der liebe Gott die Arbeit gestellt. Ja, ja. Na, wir haben da so ein paar Fragen an Sie. Ja, hoffentlich weiß ich die auch. Ja, hoffen wir für Sie mit. Vielleicht kann unser Nikolaus ein bisschen helfen sonst. Wir legen einfach mal los. Genau. Es gibt immer Antworten zur Auswahl und dann können Sie entscheiden. Okay, danke. Gut.
Sollen wir anfangen? Ja, danke. Erste Frage. Was ist ein Gebildebrot? Mhm. Ist das A, eine Bezeichnung für die Hostien, für die Eucharistie? Oder B, ein Festgebäck in der Weihnachtszeit? Oder ist es ein gesegnetes Brot für die Menschen, die die Eucharistie nicht empfangen dürfen? Kann ich nur raten, ein B. Ein Festgebäck in der Weihnachtszeit. Möchten Sie noch jemanden anrufen? Oder wollen Sie sich festlegen? Sie können auch mich als Joker nehmen. Ja, ja, ich nehme den Nikolaus als Joker. Also, ein kleiner Tipp vielleicht Tipp. Nur. Kleiner Tipp. Es hat was mit Eucharistie zu tun, aber es ist für die Menschen, die das noch nicht empfangen können. Dann ist es C. Ja, das Vorlage, war ja nicht, Herr Vorlage. Ein richtiger kleiner Tipp war es. Ja, ein richtig kleiner Tipp. Also. Nikolaus ist ein sehr lieber Nikolaus. Die Antwort C ist richtig und damit gibt es einen Punkt. Na, wunderbar. Okay. Ich zwei brauchen den Nikolaus nochmal als Joker. Ja. Na, schauen wir, vielleicht schaffen Sie es jetzt auch alleine. Drei Fragen, aber insgesamt zwei sollten Sie schaffen. Achtung, nächste Frage. Was bedeutet Nikolaus? A, ich komme zu dir. B, Sieger des Volkes. Oder C, ich bin bei dir. Kann ich auch nur raten. A, ich komme zu dir. Ja. Ich glaub, nageln wir uns fest. Ohne, jetzt spielen wir mal ohne Joker. Jetzt spielen wir mal ohne Joker. Also Sie sagen A, ich komme zu dir. Ja. Und richtig ist B, Sieger des Volkes. Sieger des Volkes. Okay. Das bedeutet Nikolaus also wirklich. Ja. Einen haben wir noch. Ja. Einen haben wir noch, Frau Breuer. Ja. Dritte Frage. Den schaffen Sie. Sollte jetzt richtig sein. Was sind die typischen Merkmale des heiligen Nikolaus? Da sehen Sie es auch. Mitra, Stab und Brustkreuz als A. Oder B, weißer Bart, roter Mantel und Geschenkebuch. Oder C, Nein, A. Ja. Fußballzipfelmütze oder goldenes Buch. Das lesen wir trotzdem noch vor. Ja. Nein, A, sagt sie. Ganz ohne Hilfe. Stimmt vollkommen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mensch. Also zwei Fragen richtig beantwortet. Super. Wir hätten noch eine Ersatzfrage. Wollen Sie auch noch haben? Ja. Ja. Aber Sie haben schon gewonnen, ne? Ja. Gut, machen wir trotzdem Ersatzfrage. Der heilige Nikolaus ist der Patron von A, Seefahrern, Schülern und Studenten oder der Mütter? Seefahrer. Ja, haben Sie recht. Sehen Sie. Aber nicht. Aber B stimmt auch. Nämlich für die Schüler und Studenten. Das wusste ich auch nicht. Nee, aber Seefahrer, das war mir schon klar. Ja. Das ist ja witzig. Jetzt könnten wir mal die Kamera drehen. Wir haben ganz viele Studenten im Studio, die wussten es auch nicht, oder? Wusstet ihr das, dass das euer Schutzpatron ist? Nein, wussten sie auch nicht. Wieder was gelernt heute Nachmittag, genau. Mensch. Also das heißt, für Sie gibt es auf jeden Fall eine Daheim-Unterwegs-Tasse und den Nikolaus. Welche Farbe von den Tassen sollen wir Ihnen zuschicken? Eine gelbe, bitte. Eine gelbe. Wird gemacht, mit Nikolausgruß. Stecken wir den Nikolaus noch rein. Wer hat Ihnen denn heute Morgen nichts in den Stiefel getan? Mein Mann. Ah. Aber Sie ihm denn? Bitte? Sie ihm denn? Nein. Auch nicht? Ja, dann können Sie sich ja auch nicht. Das muss sich ändern. Nächstes Jahr bitte beide. Ja, wenn unsere Enkelkinder gekommen wären, dann wäre das anders gewesen. Verstehe. Aber das machen wir jetzt mit dem Nikolaus dann nicht mehr. Wissen Sie was? Ich habe mal dran gedacht nach Jahren. Das hat heute Morgen richtig starken Fuß gemacht. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Das hätte hier auch einen starken Fuß gemacht. Also im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr wäre das vielleicht wirklich was. Frau Breuer, tschüss. Danke, tschüss. Aber Sie machen nicht solche Rätsel, wenn Sie dann unterwegs sind, oder? Fangen Sie dann auch an mit Doch, A, B oder C, ja? Ich habe die Kinder heute auch gefragt, was denn so die Insignien sind. Und einige wussten es. Ja, und einige haben dann gesagt, der weiße Bart, die tiefe, dunkle Stimme, die Augenbrauen, die sich verziehen. Ich habe gar nicht geahnt, dass sich meine Augenbrauen verziehen, wenn ich hier den Nikolaus sehe. Die sieht man jetzt auch gar nicht so unter dem Weißen. Ja, genau. Und kommt die Rute denn auch manchmal? Nee, ich hatte ja auch gar keine Rute dabei. Ja. Aber es sind eben viele auch auf die Insignien gekommen. Mitra, den Bischofsstab und das Brustkreuz, das Bischofskreuz. Mhm. Über solche Sachen wie Rute etc. reden wir gleich auch noch, logischerweise. Aber wir reden auch oder zeigen auch noch ein paar Bilder. Sie sind ja heute mit dem Auto gekommen, damit Sie schneller sind, wie Sie sagen, mit dem Nikolausmobil. Ja. Klassischerweise bewegt sich der Nikolaus vielleicht aber auch mal anders hier, mit solchen Tieren zum Beispiel. Mit dem Rentier. Mir ist ganz schön warm geworden gerade. Ja, also nicht wegen der Nachricht jetzt, sondern... Das ist richtig. Beim Arbeiten frieren und beim Essen schwitzen. So, heute ist der Nikolausi-Tag. Wir beide sind total reich beschenkt worden. Wir haben was in unseren schön geputzten Schuhen und Stiefeln gefunden. Teilweise Sie zu Hause auch, wie wir schon erfahren haben. Mhm. Und wir haben gleich auch noch mal unseren Nikolaus zu Gast und werden mit ihm weitersprechen. Ja, und wir wollten aber natürlich auch mal schauen,
wie das ist mit dem Nikolaus. Denn bei vielen, das haben wir heute Nachmittag auch schon gehört, ist gar nicht mehr ganz klar, wie sieht denn der Nikolaus jetzt aus? Was ist denn das eigentlich? Unglaublich, oder? Und die meisten Kinder werden heute wahrscheinlich eher... Da ist das nochmal, genau. Die werden eher den Weihnachtsmann im Stiefel gehabt haben, oder? Als den Nikolaus, ja. Den findet man auch aus Schokolade öfter dann. Den Weihnachtsmann zu Nikolaus als den richtigen. Den richtigen Nikolaus als Schokoladenfigur werden Sie auch kaum noch finden im Einzelhandel. Ne? Also wir schauen uns jetzt mal die ganze Geschichte rund um den Nikolaus an. Überall auf der Welt weiß man, wie er aussieht. Pausbäckig, mit weißem Bart und rot gekleidet. So sah er aber nicht immer aus. Mit dem Bischof Nikolaus im kleinasiatischen Myra nimmt die Legende im 4. Jahrhundert ihren Ursprung. So verschieden wie die frühen Darstellungen, so unterschiedlich auch die Traditionen. In Frankreich werden Kinder am Abend seines Todestages beschenkt, am 5. Dezember. In Norddeutschland kommt er als Weihnachtsmann. Ob mit Bischofsmütze oder Zylinderhut, braun oder blau gekleidet, überall gibt man ihm ein anderes Erscheinungsbild. Erst 1931 entwickelt sich die Vorstellung vom Nikolaus zum pausbäckigen, gütigen alten Mann mit roten Wangen und weißem Bart. Wie kam es, dass seit dieser Zeit überall auf der Welt der Nikolaus oder der Weihnachtsmann nur noch rot-weiß gekleidet ist? Wer hat sein Aussehen bestimmt? Weihnachten 1931 erscheint Santa Claus erstmals, wie man ihn heute kennt, als Coca-Cola-Reklame. Der schwedisch-amerikanische Zeichner Helen Sandblom wird von Coca-Cola beauftragt, Santa Claus für eine Werbekampagne zu zeichnen. Er malt ihn in Öl auf Leinwand, in den Coca-Cola-Farben rot-weiß. Als Modell wählte Sandblom den pensionierten Coca-Cola-Fahrverkäufer Lou Prentice, weil ihm dessen Gesicht gefällt, gütig und großväterlich. Als Lou Prentice stirbt, sucht Sandblom nach einem Ersatzmodell. Da rät ihm ein Freund, er solle sich selbst porträtieren. Gesagt, getan, denn Sandblom stellt bei sich tatsächlich eine Ähnlichkeit mit Lou fest. Mit dem Gesicht hat man es später nicht immer so genau genommen, wohl aber mit den Farben rot-weiß. Denn Sandblom Santa Claus gibt es auf der ganzen Welt und er kommt schließlich auch in unsere Kaufhäuser. Und bei so uns, und jetzt können Sie sich das ganze Kostüm noch mal richtig anschauen, sitzt natürlich der echte Nikolaus, Norbert Michels vom Erzbistum Köln. Er ist mit dem Bund der deutschen katholischen Jugend und dem Nikolausmobil unterwegs auf einer Mission und die heißt Rettet den Nikolaus. Das müssen Sie uns jetzt erzählen. Was ist das für eine Mission? Ja, Rettet den Nikolaus. Also der Nikolaus ist schon sehr bekannt. Der muss nur wieder ausgegraben werden. Und dafür haben wir diese Aktion gestartet und das vielen auch der Nikolaus bekannt ist, zeigen eben auch die vielen Anfragen, die wir haben, zeigen die vielen Bündnispartner, die wir ja haben bei dieser Nikolaus kommen in unser Haus Aktion. Wir sind schon 10 Bündnispartner, aber wir sind offen für alle. Jetzt darf ich mal ein bisschen Schleichwerbung machen. www.nikolaus-com-in-unserhaus.de. Okay. Ja, wir nehmen weitere Bündnispartner auf, aber man merkt eben ganz eindeutig, vielen ist der Nikolaus durchaus ein Anliegen. Und er ist deswegen, also deswegen gibt es die Aktion, rettet ihn. Denn seien wir ganz ehrlich, heutzutage, wenn wir losgehen und für Nikolaus was kaufen wollen, finden wir meist solche Gesellen hier, die eben eher aussehen wie der Weihnachtsmann. Und den Gesellen hier, den eigentlichen Nikolaus, den hier, da können Sie lange suchen, den gibt es kaum zu kaufen, oder? Ja, wir sind ja daran. Ja. Also ich habe das eben schon mal gesagt, fair gehandelte Nikoläuse haben wir auch extra in unserem Angebot. Und das verstärkt sich schon. Also der faire Handel insgesamt verstärkt sich, aber auch die fair gehandelte Schokolade, weil es den Menschen wichtig ist, damit auch zu zeigen, der Nikolaus hat ja damals auch Geschenke verteilt. Das macht Sinn, auch den anderen Menschen, sage ich mal, ein Geschenk zu geben für ihre produktive Arbeit. Jetzt mal abgesehen davon, liegt es wirklich daran, dass die Industrie sagt, Mensch, wir machen einfach Weihnachtsmänner, die funktionieren auch zu Nikolaus. Ist das einfach eine Faulheit geworden, dass diese Vorstellung, wie der Nikolaus aussieht, eigentlich weg ist? Ja, da ist es vielleicht nicht mehr im Geist drin, dass man sagt, also
Heute ist es ja viel wichtiger, sage ich mal, klare Kante zu zeigen oder Ellenbogen zu zeigen und nicht mehr zu zeigen, wir wollen mit den Mitmenschen, sage ich mal, freundlich umgehen. Ja. Wir kommunizieren miteinander, wie wir das jetzt heute hier tun. Das sind alles keine Themen mehr. Und das wäre schon wichtig, sage ich mal, wenn wir das wieder den Menschen ein Stück weit näher bringen wollen. Mhm. Ja? Auf jeden Fall wird ja bei vielen wirklich Nikolaus gefeiert. Und das fängt natürlich damit an, dass Süßigkeiten als kleine Gaben in die Stiefel kommen. Und Gudrun Stieg hat uns dazu geschrieben, genau vor einem Jahr wollte unser Enkel Ben endlich wissen, was nachts passiert und wie die Sachen in seinen Stiefel kommen. In seinen Spielsachen befand sich noch ein Bewegungsmelder. Den hat er ohne Wissen seiner Eltern an den Stiefel angebracht. Als dann die Eltern ins Bett wollten und an den Stiefel vorbei mussten, klingelte es. Das war nicht schlecht, ja, oder? Schreibt sie. Und super. Sie, Herr Möchels, müssen echt vorsichtig sein, wo Sie mit Ihrem Kostüm hingehen. Weil Achtung, gibt echt sehr, sehr aufmerksame Kinder. Eine Zuschauerin hat es angerufen. Mein Mann hat jahrelang den Nikolaus gespielt und ist mit einer Kutsche aus dem Wald gekommen. Eines Tages meinte ein Junge zu seiner Mutter, schau mal, der hat ja Mephisto-Schuhe an. Was wohl in der Wanderschuhmarke ist. Seitdem zieht mein Mann nur noch Stiefel an. Und da Viktoria, ganz genau. Ja. Und Viktoria aus Dortmund schreibt, ich möchte auf diesem Wege meinen Papa grüßen, der einmal für meine Kindergartengruppe den Nikolaus gespielt hat. Ich habe ihn trotz Rauschebart und Kostüm erkannt, und zwar an seinen Socken. Bis heute, ich bin 20, sagte, leugnet er, dass er der Nikolaus gewesen sei, obwohl seine Socken ihn natürlich eindeutig enttarnt haben. Liebe Grüße, Viktoria aus Dortmund. Und Stefanie aus Eschweiler hat uns auch geschrieben, gestern Abend war bei uns schon der Nikolaus zu Besuch. Erst hatten sich meine Jungs, die sind 3 und 5 Jahre alt, total gefreut. Aber als er dann zur Türe reinkam, hatten beide Angst vor dem großen Mann in seinem Gewand. Als wir zusammen ein Nikolauslied gesungen haben, war die Angst auch schon verflogen und es gab für jeden eine Kleinigkeit. Erleben Sie das auch? Sie sind jetzt ja auch sehr groß, dass die Kinder erstmal Angst haben, wenn sie zur Tür reinkommen? Aber ich habe so ein ähnliches Erlebnis gehabt, wo er das eben vorgelesen hat. Ich habe mal beim Bekannten, habe ich mit meiner damaligen Freundin aufgepasst, auf den jungen Mann und habe dann auch den Nikolaus gegeben. Und der kannte mich just auch an den Stiefeln. Der war zuerst sehr ehrfürchtig, hatte sich verkrochen, aber dann, als er die Stiefel erkannt hat, hat er ganz laut gebrüllt, das ist doch der Norbert, das ist doch gar nicht der Nikolaus. Also solche Dinge passieren, aber ich habe gesagt, das ist ja nicht schlimm. Es ist schön, dass die Kinder da keine Angst vor haben. Vielmehr ist ja die Sache wichtig, dass sie lernen, miteinander zu teilen, dass sie lernen, miteinander zu sprechen. Das war zum Beispiel heute Morgen auch Thema, nicht gegeneinander zu arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft, die ja eigentlich immer mehr individual wird. Woher kommt es eigentlich, dass Kinder, was ich ja auch gemacht habe, die Schuhe putzen und dass dann die Süßigkeiten in den Schuhen liegen? Hat das auch eine Erklärung? Ja, klar. Also schön geputzte Schuhe sind da schon mal ein Vorgriff, wenn man was Gutes tun will. Ja, und dann werden die auch, sage ich mal, vernünftig gefüllt. Wenn es schlecht geputzte Schuhe sind, dann wurden die früher auch nicht gefüllt. Also ich habe selber, war ich ja auch mal in dem Alter, wo das gemacht wurde. Und da hatte unsere Mutter schon viel erreicht. Wenn die Schuhe geputzt waren und blank gewienert waren für die nächsten Tage, dann wurden die auch gut gefüllt. Sehr schön. Rita Penito hat uns noch angerufen und erzählt, meine Nichte Aurelia schläft noch mit dem Schnulli. Wir haben ihr gesagt, dass es Kinder gibt, die keinen Schnuller mehr haben und dass sie den Schnuller die Türen legen kann, damit der Nikolaus ihn den kleinen Kindern bringen kann, die noch keinen brauchen. Sie hat das dann gemacht und dann wunderbar geschlafen und sich über die Geschenke am nächsten Morgen gefreut. War ein guter Trick, um den Schnuller loszuwerden. Auf jeden Fall. Katharina aus Rostock, heute vor genau 9 Jahren hielt ich nach vielen Fahrstunden und langwieriger Theorie endlich meinen Führerschein in den Händen. Wahrscheinlich hat der Fahrprüfer das Nikolaus-Gen gehabt, also sprich ein Auge zugedrückt, nach meinem verunglückten Einparkversuch. Also jeder hat mit Nikolaus auf jeden Fall noch was zu tun, unser Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Haben Sie heute noch Einsätze? Heute nicht, aber in den nächsten Tagen. Ja. Gut, dann viel Spaß weiterhin dabei. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke. Ich danke euch auch. Und ich glaube, Herr Michels hätte richtig Spaß dran, vielleicht mal nicht nur mit dem Nikolausmobil unterwegs zu sein, sondern vielleicht mal mit so einem richtigen Schlitten und ein paar Rentieren doch. Rentiere. Rentierische. Genau. Ach.